Ihr wollt wissen, wie es mit den Drohnen weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen hier den ganzen Spaß voll machen. Und ich überlege gerade noch, wie wir das am besten hinkriegen, weil wir haben zwei Sachen, die wir dort haben. Die müssen irgendwo hier rein. Ich weiß nicht, welche beiden habe ich eigentlich da? Also, ja, Nukleisken, das ist mir klar. Aber was war das andere? Was ist in dem Container da drin? Ah, da ist die Turbomunition. Okay. Das heißt auf jeden Fall, wir haben schon mal zwei Bänder, die wir hier recht gut durchbringen könnten. Dann da runter und da hinten rum. Aber wie machen wir das? Gucken wir mal. Ja, Musik. Besser. So. Also, wir brauchen das hier. Das hätten wir da oben. Ausgerechnet die beiden mittleren. Genau, doof. Wie machen wir das denn am besten? Das wird sich ja bald anbieten, die da oben reinlaufen. Bietet sich das an, dass ich die Sachen über einen Bus dahin laufen lasse? Also überall intelligente Splitter hin, für die ich auch garantiert, ne, wollte ich sogar genug Zeugs haben. Und dann, ja, von mir aus weitestgehend oben reinleiten. Außer bei den Sachen, wo ich weiß, dass ich es von unten hinkriege. Ich könnte ja einfach, das ist doch gar keine doofe Idee, oben einen Bus machen, also auf die oberen Löcher und unten, wenn ich es halt von unten reinkriege, dann kriege ich es von unten rein. Das ist, dieser Satz klingt sowas von falsch. Egal, ihr versteht mich schon. Und jetzt wäre die Frage, ob es Sinn macht, dieses Dreiersystem als Blaupause zu nehmen, wobei eigentlich, nee, in dem Fall mal nicht. So, dann würde ich den hier hinsetzen. Ja, das ist ein Stückchen darüber, ist ja egal. Aber komm, das machen wir jetzt so. Wir setzen das hier hin, setzen das hier hin. Hier. Hüpf. Und. Kommst du her? Da. Ist das eigentlich die richtige Höhe? Nee, da sind zwei drauf, ne? Sache für den. Ja. Okay, dann müssen wir dann halt Zweierhöhe machen. Da müssen wir dann halt Zweierhöhe machen. Mein Gott, war das ein schwerer Satz. Und der war auch noch kurz. Kurz und schwer. Hey, genau wie ich. Cool. So, da, da. Muss uns auf eine Seite einnehmen, aber das ist ja auch kein Problem. Wo, wir könnten sogar sagen, es ist vollkommen egal, auf welcher Seite. Wir leiten das irgendwo hier in diesen Zwischenräumen auf das Band drauf. Und dann geht das da hin und dann gut. So doof ist die Idee gar nicht. So. Jetzt fangen wir da hinten an. Wir ziehen. Ein Band. Von dort. Dahin. Ich weiß, dass Sushi-Bells nicht sonderlich effektiv sind. Aber das ist ja jetzt auch hier kein. Das ist eine überaus wichtige Fabrikation. Sondern das ist hier einfach nur ein. Ich will Munition irgendwie woanders haben. Und ich will gerade Zeit überbrücken, weil. Holy crap, das dauert noch da oben. So. Diesen anderen Gedanken, den überlege ich mir nochmal. Jetzt gehen wir hin. Machen intelligentes Butter. Eins, zwei. 3
warum willst du jetzt nicht hier... Du setzt dich schön da dran. Jetzt willst du auf einmal... Okay. Du musst das nicht immer verstehen, ne? Hier kann ich dich jetzt... I don't get it. Macht aber nichts. Echt jetzt? Und lasst mich raten. Ja, doch, das kriegen wir hin. Auch das war eine gute Idee, die ganz hinten hinzustellen. Oh. Mann, läuft ja heute wieder. Ich brauche versteckte Eisenplatten. Ich habe Schrauben dabei? Okay. Jetzt kriegst du das nicht mehr hin mit dem Snappen. Ich drücke Steuerung. Bitte snap doch einfach. Egal. So, wir legen uns hier ordentlich was rein. Das ist die Frage. Mache ich mir vorsichtshalber noch einen Überschuss auf die andere Seite, damit die auch schön durchlaufen können. Aber wo geht der dann hin? Müsste ich hier irgendwo noch einen Schredder hinsetzen? Für den mir jetzt vermutlich was fehlt. Wobei, das wäre eigentlich kein Problem, oder? Haben wir unten nicht noch einen Schredder? Da ist ein Schredder. Oh, da müsste ich 15 von den Dingern machen. Ich habe einen Schredder gefunden, auf den ich setzen kann. Das Ding kann man hier schön hinsetzen, das wird auch passen. Das ist eine ganz gute Idee. Die einzige Stelle, wo die Idee kacke ist, ist dort, aber wir könnten einfach auch ein zweites Band hier neben setzen. Weil ich kann halt nicht Überschuss und unbestimmt weitergehen lassen. Dafür hätte ich die anderen nehmen müssen, aber die sind viel zu teuer. Okay, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Einstellen der Geräte. Der Gerät bringt geradeaus alles Unbestimmte, bringt nach links den Überschuss, bringt nach rechts. Was bringst du nach rechts? Du bringst nach rechts Nobelisten. Du bringst diese da mit. Und dort kommen die Impulse hin. Da kommt der hin, der niemals gefüllt werden wird. Obelisk, genau. Du machst mir Splitter. Oh, ich habe mir Splitter eingezogen. So. So. Dann sind wir hier mit durch. Hier kommt jetzt die Munition hin. Gewehrmunition. Läuft aber auch wirklich gut hier rein. Also das funktioniert einwandfrei. Der ganze Container ist bald voll. Na, nicht ganz, aber nice. So möchte ich das. Jetzt haben wir hier als nächstes die Zielsuchmunition. Da haben wir die Turbo-Munition. Hier kommen
Eisen an mir Stachel rein. Hier kommen Betäubungsstachel rein. Da die Scherbenstachel und hier hinten die Explosionsstachel. Explosionsstachel. Wow, fertig. Okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich den Überschuss hier lang legen. Da hinten. Das heißt, wir nehmen uns die Kollegen, legen die. Packen wir die denn? Ach komm. Da drauf, dann kommst du hier hin. Da drauf, den Baum setzen. Hier hin. So. Okay, da muss noch einer drauf. So. Wir fangen wieder hinten an. Ich wäre, glaube ich, das Beste, wenn ich jetzt direkt hingehe und den Fusionator setze, oder? Eins. Warum snappt der nicht? Nicht direkt hingehen. Hier den Überschuss wegleiten. Da den Überschuss wegleiten. Da. Dann gehen wir einen weiter und machen den Spaß nochmal. Ja. Okay. Einmal. Dreimal. Und es geht weiter. Ich mit dem Kollegen. Da. Eins. Zwei. Drei. Jetzt wäre die Frage, macht es Sinn, den Überschuss vorne wieder reinzuleiten? Aber eigentlich nicht, weil dann wird es auch wieder stoppen. Aber auch nur so lange wie die... Das ist vielleicht gar nicht so doof. Lass uns mal kurz überlegen. Anstatt das zu schreddern, den Spaß einfach wieder vorne anstehen zu lassen. Ich glaube, dann wird der ganze Spaß auch so nochmal richtig ungemütlich. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass der ganze Spaß, der... So, das habe ich vergessen. Egal. Was hier ankommt, ist ja dann, also im Idealfall, irgendwann gemischt waren. Und diese gemischt waren, gehen dann hier rum. Und wenn die gemischt waren rumgehen, wieder da rankommen, werden die ja mit den Neuwaren wieder gemischt, und dann hast du dann auf einmal von der einen Sorte, ich sag mal von der Gewehrmunition, hast du dann 7 da drauf liegen, aber von der anderen, von dem anderen Zeug, von den Nukleisten nur ein. Das ist ja doof. Dann wird das ja nicht besser, also schreddern wir. Ja, man hätte das deutlich enger machen können, aber ich habe Platz hier.
Wenn ich hier etwas habe, dann ist das Platz. Und warum soll ich es mir dann so eng machen, wenn es auch so geht? So. Das heißt, wir fallen hier runter, das ist eine gute Idee. Wir setzen den dorthin. Sagen, hopp, hopp, hopp. Und springen darüber in der Hoffnung, dass wir dann noch Strom kriegen. Genau. Ziehen den Kollegen dahin und von dort einfach fast direkt da rein. So. Kein Problem. Zack, zack. So, wunderbar. Schredder ist angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass ich hier alles richtig gemacht habe und jetzt nicht einfach die ganzen Nukleisten schredder. So, wir gehen jetzt hier hin. Oh, was könnten wir noch machen? Weil irgendwo muss der Spaß ja auch drauf kommen und dann verbunden werden. Eins, zwei. Dahin wird ein Bändchen gezogen. Dieses Bändchen wiederum geht hier oben an die Decke. Jetzt möchte ich das aber wenigstens halbwegs gerade haben. Da ist eigentlich ganz gut. Und dann gehst du bitte. Hier hin. Wir setzen uns so ran. Genau. Wir packen hier vorne einen Fusionator hin. Der dein Material von da kriegt und du kommst einfach hier lang. So, ihr lauft schön zusammen. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Das hier funktioniert, weil du läufst voll. Du läufst voll. Schön. Das haben wir schon mal. Dann kann nämlich da oben auch wieder weiter was gebaut werden. Mal gespannt, wie voll der eigentlich war. Also, da hätte ich jetzt vermutet. Oh! Gar nicht so voll, wie ich gedacht habe. Was wiederum ein gutes Zeichen ist, weil dann ist uns das hier nicht voll gelaufen. Das heißt, da hinten läuft besser. Das sieht eigentlich immer noch ganz geil aus mit der Brücke und dem Zeug. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das habe ich da oben schön gemacht. Unten ist wieder Kraut und Rüben, Rotze, aber egal. Ich hab mal irgendwo was schön gemacht. So. Was ist hier drin? Ach, das ist doch zu einfach heute. Oh, ist doch. Förderbandfusionator. Hopp, hier drauf. Oh, nein. So, die müsste dann quasi genau einen weiter reingehen, nicht hier rein. Bist du? Boah, alles schon okay. Hier liegen auch schon mal zwei an. So, jetzt gucken wir weiter. Was haben wir als nächstes? Was wird mir hier gebaut? Das war die Zielsubmunition. Was machst du? Du machst Zeug für die Ziele. Okay, ich verstehe. Ich glaube, den ganzen anderen
Kladderadatsch haben wir ganz unten. Oder hier so in der Zwischenebene. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendwelche Stachel. Stachel sind gut. Oh, Stachel werden hier hinten eingestachelt. Okay, Stachel habe ich ein paar. Ich habe eine Kiste davon und das sind hier Scherben. Oh. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Ich habe eine Idee. Oh, das war meine Hilfssäule hier. Die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ja, danke. So. Und dann würde der ja auf jeden Fall leer laufen, genauso wie der da oben. Drei. Schon mal drauf gehen, ist gut. Dann setzen wir einen Fusionator dazwischen. Jetzt gucken wir mal. Auch wenn das bescheuert aussieht, aber es funktioniert. Jetzt gehen die da hoch. Schön. Haben wir die zwei schon mal drin? Was ist das hier? Damit haben wir die Stachelsorten auch schon mal drin. Jetzt fehlen uns nur noch die zwei Nobelisten, richtig? Da laufen verschiedene Gewehrmunitionssorten, da läuft das. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, wir haben jetzt, was haben wir da? Noch gar nichts. Ah, Explosion, genau, Explosionsstachel haben wir noch. Ihr lauft da rein, ihr lauft aber dort rein, hier kommen auch welche an, das kommt hier hin, das hier hin, du bist sowieso fast voll, dort sieht auch schon ganz nett aus. Sind deutlich weniger, als ich gedacht habe, aber ey, komme ich mit klar. So, und hier haben wir noch nichts. Das heißt, wir brauchen noch die zwei, den einen und da hinten den einen. Dann haben wir alles, was schon mal bearbeitet wird. Richtig? Jo. Da müssen wir uns jetzt umgucken. Oh, Explosionsstachel haben wir hier vorne. Das ist ja wunderbar. Hier geht nach hinten weg. Die geht auch nach hinten weg. Wo geht ihr hin? Bist du einfach nur... Was sind die? Da ist der Container. Da ist der Container.
Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Aber wo stehen wir denn? Ziemlich genau an dieser Linie. Das heißt, ein bisschen noch da rein. Zack. Dann gehen wir hin und sagen, und da bitte in die Decke. So. Nein, so nicht. Nee, auch nicht wegmachen. Das sind ja auch so viele Tasten. So. Ja, so ist gut. Du gehst jetzt hier wenigstens. Bis dahin. Dann schnappen wir dich, packen dich hier drauf. Das passt so gerade eben nicht. Dann heißt das halt dahin, da oben hoch. Du gehst jetzt wunderbar damit rein. Ab und zu kommt man Nuke. Ist durch, aber. Ich meine, das heißt, dass der hier niemals voll werden wird. Genauso wie der da. Der wird jetzt schön leer laufen. Immer mal wieder kommen da welche rein. Dann aber auch direkt richtig. Im Idealfall laufen mir die ganzen Container leer. Das ist auch schön. Das soll so sein. Guck mal, die Seite ist doch schon hier. Ist doch schon fertig. Ne? Du hast alle drei Anschlüsse richtig. Bam. Rein da. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch schon alle drei drin. Rein da. Du hast zwei drin, es fehlt aber noch ein bisschen was. Guck mal, hier sind schon wieder zwei gebaut worden. Das heißt, da machen wir noch nichts und du hast noch gar nichts. Okay. Ich meine, da hinten kommen sowieso nur zwei, das ist aber auch egal. Damit haben wir alle Stachelsorten, es fehlen nur noch die Nobelisken. So. Jetzt müssen wir die finden. Ich weiß, dass wir hier Nobelisken haben. Das heißt, ich nehme mir diese Platte einmal raus. Ich kann das, was ich gerade vorhatte, gar nicht tun. Arsch, unwünscht. Aber wo geht das Ding dahin? Geht daneben. Du gehst nach oben. Eine Etage höher. Okay. Dorthin. Kann ich dich hier? Neues Platz. Ja, ich guck mal, wo es noch hingeht. Dann geht es da nach oben. Kommt hier an, geht da rein und verteilt sich auf diese zwei. Weil ihr macht Impulsnobelisken. Echt jetzt, ich hatte keinen großen mehr, deswegen habe ich zwei kleine Kinder gehabt. Wie kriegen wir das am besten hin? Kriegen wir hier noch einen Splitter drauf? Habe ich mir gedacht. Und hier vermute ich auch nicht, ne? Das sieht natürlich mega bekloppt aus, aber ist mir egal. Wir uns. Oh, wir haben schon. Oh Mann, ich habe natürlich nicht alles geschafft, was ich wollte.
Aber das will ich jetzt nicht noch auf eine zweite Episode ziehen. Will ich das? Nein, so will ich das gar nicht. So, ich bin jetzt am Überlegen, welchen Spaß sie hier haben. Also entweder könnte ich ihn natürlich hier zwischenfüttern, was totalen Sinn ergeben würde, weil auf dem sind ja genau die beiden, die ich da und da drin habe, ne? Oder drin haben möchte, ja. Weil dann brauche ich die nicht da dazwischen zu füttern. Ich immer noch nicht weiß, wo die eine Sorte ist. Das kriegen wir doch hin, oder? Komm. Visionator. Hier hin. Darf dann nur nicht auf diesen Fusionator das andere setzen. Dann ist doch alles gut. Dahin. Und da dran. Gott, ist das. Also, ich mache Spaghetti Town echt Konkurrenz. So, ich habe zwei drin, aber das sind auch die einzigen beiden, die hier reinlaufen. Hatte ich gesagt, weil. Da wäre Gas und Gas mache ich nicht. Also, noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal dazu, aber im Moment. Rein da. Sehr gut. Also, wenn die Folge heute ein bisschen länger wird, tut mir leid, aber ich möchte das jetzt gerne abschließen. Fehlt jetzt noch der eine hier und dann stellen wir die Dinger eben ein und dann soll der Spaß losgehen mit den Drohnen. Ich muss nur eben kurz die Splitterteile suchen und finden. Wenn ich die habe, ist das auch relativ schnell. Ups, nicht runterfallen. Du machst mich voll statt. Was wird denn hier produziert? Hier macht überhaupt erst die Nobelisten. Okay. Was ist da vorne in dem Container? Das war der Container, den wir nach oben schicken mit dem Zeug. Was ist hier drin? Da ist Gewehrmunition drin. Quatsch. Splitternobilisten. Was brauchen wir für Splitternobilisten? Einfach einen Nobilisten und rauchschwaches Pulver. Hier runter. Auch schwaches Pulver kommt da vorne rein. Wo geht das auch schwache Pulver hin? Nobilisten. Hier liegen Nobilisten an, hier liegt auch schwaches Pulver an. Hier geht was hoch. Du machst mir Splitternobilisten. Ich verfolge. Hier sind Splitternobilisten. Das Band geht in die Richtung. Okay, die habe ich noch gar nicht eingelagert. Die liegen hier unten drunter einfach nur an. Wunderbar. Wo gehst du jetzt hin? Und wie machen wir das am sinnvollsten? Also da hängen die. Kriege ich nicht. Oh. Den Quatsch machen wir weg. Organisation. Wir setzen uns hier nochmal eben einen kleinen Puffer dazwischen. So, das haben wir schon mal.
so hoch packen wir dich nicht. Wir packen dich erstmal dahin. Dann geht's für dich. Von da ganz hier rüber. Schauen wir mal da. Dann geht's hoch. Und dann geht's einfach ganz bescheuert da oben hin. Das ist langsam, das ist mir alles klar. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Was wir nämlich hingekriegt haben, ist, die Droneboards sind schon voll. Der hier sieht von der Verteilung her auch sehr einseitig aus. Aber das ist mir egal. Du bist jetzt aber auch so weit, dass du den ganzen Spaß da reinpacken kannst. Da fehlt einer, aber ist so. So. Hier haben wir Nobe List 1. Nobe List. So. Okay. Du bist an. Dieser Landeplatz. Ziel ist Nobelisk 1. Relevante Landeplätze, Nobelisk 1. Okay, ich könnte den jetzt nochmal durch die Gegend fliegen lassen. Machen wir nicht. Oh, ich kann das von hier aus einstellen. Das ist schön. Ich kann nur die Namen nicht ändern. Das ist nicht so schön. Du bist... wie hatten wir dich denn genannt? Nobelisken 2. Dieser Landeplatz ist verbunden mit dem. Wir gehen hier nochmal hin und machen da eine 1 dran. Dann ist 1 mit 1 verbunden. Passt. Keine Ahnung, ob Drohne schon unterwegs ist. Werden wir dann sehen. Du hier bist, wie haben wir die denn genannt hier? Ammunition 1. Dann bist du Munition 1. Oh, Munition 1, Ammunition 1. Und dann haben wir hier hinten Stachel. Mit Stachel 1. So, theoretisch müssten jetzt Drohnen kommen. Quatsch, nicht darüber. Nee. Und sie bewegen sich rein gar nicht. Was habe ich denn noch nicht gemacht? Das habe ich noch nicht gemacht. Keine Drohne, Nobelisk, 9 pro Flug. Ja, okay, die müssen das alles noch einladen. Aber ich muss denen hier nicht sagen. Was ist das Ausrufezeichen? Status. Ja. Ein weiterer Landeplatz? Was sagt mir dieses Status? Okay. Gehst du jetzt los?
hätte jetzt erwartet, dass... Oh, sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Das ist gut. Ich hab's verstanden. Oh, dieser Landeplatz. Dieser Landeplatz. Und... dieser Landeplatz. Okay. Drohne bewegt sich, da ist sie. Wunderbar. Komm, das gehen wir doch jetzt für ein schönes Thumbnail hin, oder? Irgendeins davon wird schon gut sein. Ich glaube, das ist besser hier. Wunderbar. Dann haben wir es doch. Ah gut, 10 Minuten drüber. Aber damit haben wir den Teil unseres Projekts hier auch abgeschlossen. Und der ganze Spaß läuft. Die Drohne holt sich jetzt ihren Shit da raus. Die nächste Drohne ist da. Das könnte auch ein schönes Thumbnail sein. So. Du hast dir jetzt Shit geholt, hoffe ich. Ah ne, du hast erst abgeladen, also 0. Jetzt kriegst du... Jo. Wo kommen die her? Du hast sowas auch. Nein. Du holst dir jetzt einfach. Wunderbar. Ja, Noobs wird richtig dauern, bis die da drüben ankommen. Aber die dauern auch schon beim Produzieren, also alles gut. Das ganze Aufbauen hier dauert. Aber das ist vollkommen egal. Da ist die nächste Drohne, die wegfliegt. Da hinten auch. Ja, das hat super funktioniert. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns an, wie das da hinten alles sortiert wird und ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.